winke mit euch auf der Interstate 71. Wir fahren gerade Richtung Cincinnati und wir haben etwas vor euch zu zeigen, von dem wir gehört haben, von dem wir gelesen haben. Hier wurde eine große Arche nachgebaut, wirklich die Arche Noah im Maßstab 1:1. Sie soll original so aussehen oder ungefähr so, wie man sie sich vorstellt, aber in den gleichen Platzverhältnissen. Und wir sind auf dem Weg dahin, weil wir da mit den Leuten sprechen wollen und wollen uns mal angucken, was sie da gemacht haben und uns die Frage beantworten. Ist es wirklich möglich, dass all die Tiere damals, die gerettet werden sollen, wirklich auf diese Arche raufgepasst haben? Und wir schauen mal, ob wir da ein paar Antworten finden. Hi, wie geht's dir? Schön, dich zu treffen. Wir sprechen mit Patrick Kanuski. Er ist der Direktor sowohl von diesem Ark Encounter als auch vom Creation Museum. Wenn ich hinter mich blicke, dann sehe ich diese gewaltige Arche. Wann ist die Idee entstanden, dieses gewaltige Schiff zu bauen? Nun, lass mich am Anfang anfangen, als die Gründer hier aufkreuzten. Ken Ham ist der Leiter des Ganzen. Ah, Ken Ham. Ja, Ken Ham. Er ist der Gründer und in 2007 wurde das Creation Museum eröffnet. Und während der Zeit, das Ganze eröffnet wurde, stand die Arche ganz, ganz oben auf der To-Do-Liste. Und dann kamen die ganzen Architekten, die Bauleiter kamen in das Projekt mit rein, die Tiere wurden geplant und die Ausstellungsräume. Und das alles brauchte sehr viel Zeit, Jahre. Das glaube ich gern. Und dann kamen wir alle hier an, 2014. Wir wissen durch die Bibel nicht exakt, wie die Arche aussah, aber sie haben uns die Größe und die Maße gegeben. Dort steht, 300 Ellen soll sie lang sein, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Das entspricht etwa 343 Meter mal 57 mal 34. Und aus der Bibel lesen wir auch, dass Gott Noah sagte, dass er eine Tür an die Seite der Arche setzen sollte und ein Fenster obendrauf. Und das ist wirklich das Einzige, was wir aus 1. Buch Mose wissen. Und was wir taten war, wir fragten die Hilfe eines antiken Schiffsdesigners an. Eigentlich des führenden antiken Schiffsdesigners in dieser Welt. Und er designte das und sagte, so sah sie ungefähr aus. Okay, schaut euch mal an, wo wir jetzt hier sind. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns die Arche gemeinsam anzugucken. Und es ist noch niemand hier. Wir sind also gerade die einzigen Leute, die hier sind. Und schaut jetzt mal an, wie groß das ist. Habt ihr da mal einen Eindruck von? Das ist gewaltig. Weißt du, manchmal denken wir, dass ja, das war so ein Boot, das Noah da gebaut hat. Aber wenn wir uns überlegen, wie riesig das eigentlich wirklich war, hier haben wir so einen kleinen Eindruck davon. Das ist ein riesiges Gebäude. So mag es vielleicht ausgesehen haben. So hat sich der Künstler das Leben damals vorgestellt. Also es sieht ein bisschen paradiesisch aus. Es sind Dinosaurier abgebildet, viele Pflanzen, Insekten, Vögel sehen wir da. Damals war alles noch ein bisschen anders. Die Natur sah noch anders aus. Aber es war einfach alles perfekt. Das heißt hier perfekte Menschheit und perfekte Ehe. Und übrigens auch die perfekte Herrschaft über die Tiere. Alles war in Frieden, alles war im Einklang. Man's Rebellion corrupts creation. Hier heißt es, als der Mensch in die Rebellion gefallen ist, wurde die Natur, die Kreation korrumpiert, also verdorben. Als Adam gesündigt hat, kam sozusagen die Sünde in die Welt und der Tod zog in die Welt ein. Das sind fantastische Bilder, die Künstler hier gezeichnet haben. Aber Gott hat sozusagen ein Ersatz, ein Opfer dargestellt, mit dem die Menschheit gerettet werden konnte. Und dann wurden Adam und Eva damals aus dem Paradies verbannt. Sie mussten Eden verlassen. Und kurze Zeit später, nachdem sie Eden verlassen hatten und sie Kinder hatten, ihre ersten Kinder, hier die traurige Geschichte von Kain und Abel, wie der erste Brudermord geschah und Kain seinen Bruder erschlagen hat, der erste tote Mensch auf Erden. Der Tod zog ein und hier war auf tragische Weise sichtbar geworden. Jetzt werden hier ein paar Sachen, dargestellt, die wir sozusagen über die vorsintflutliche Welt wissen. Wir wissen ja, Gott sagte, irgendwann war alles Fleisch verdorben. Und hier wird jetzt die Zivilisation dargestellt, wie sie gelebt haben. Wir wissen zum Beispiel, dass Kain mit seiner Sippschaft ja in den Osten, in das Land Not zog und sich dort angesiedelt hatte. Und wie war es da? Das können wir so ein bisschen uns überlegen. Wir wissen von Polygamie, also viel Weiberei wurde gesagt. Es wird beschrieben in der Bibel von Musik.
Es wird beschrieben von dem Metallhandwerk. Er heißt Tubal Cain, der Meister all derer, die im Metall. Also es gab schon Industrie. Es gab Metallindustrie scheinbar, es gab scheinbar Musikindustrie. Es gab auch in der Bibel die Nahrungsindustrie, also der Herr aller denen, der über die Hirten, über die Schafe war. Es wird geschrieben hier von Giants, also von Riesen. Nun, es muss vor der Sintflut Riesen gegeben haben. Hier wird so ein bisschen gefragt, waren alle Menschen Riesen oder waren nur einige Riesen? Nun, das Museum bleibt uns diese Antwort ein bisschen schuldig. Aber es wird auch geschrieben von Gewalt, die wir damals hatten. Also bevor die Welt unterging, gab es viel Gewalt auf diesem Planeten. Und dann natürlich das große Desaster, als plötzlich das Gericht kam über diese Welt, als Gott sah, dass das Handeln der Menschen durch und durch böse war. Und dann wurde diese Welt vernichtet, bevor die Menschen diese Welt zerstören konnten. Augenscheinlich ist die Arche eine Holzkonstruktion. Aber die Bibel sagt uns doch nicht genau, welches Holz verbaut wurde, oder? Richtig, Gopherholz steht in der Bibel, in manchen Übersetzungen Zeder. Nun, Gopherholz ist wahrscheinlich eine ausgestorbene Holzart. Wir wissen nicht genau, was es ist. Das Holz innen, also die großen Hölzer, die großen Balken, das ist Douglas-Fichte. Die Außenwände der Arche bestehen aus einem harten, acetylierten Holz einer Kiefer aus Neuseeland. Es ist nicht bearbeitet, versiegelt, geätzt, es ist rohes Holz. Okay, wir haben also keine Farbe, kein Schutzlack, nichts. Nein, blankes Holz, echt gutes Holz. Hier, so haben sie es aus Holz gemacht, eine ganze Holzkonstruktion. Wir wissen nicht, vielleicht war das die Art und Weise, wie Noah das früher verstiftet und verflockt hat. Möglicherweise, vielleicht auch nicht, aber da sieht man mal, wie aufwendig sowas ist. Hier sind das Eisennägel, wir wissen nicht, ob Noah mit Eisennägeln gearbeitet hat, steht nicht in der Bibel, wissen wir nicht. Vielleicht hat er Holzstifte genommen. Das sind alles so Möglichkeiten, wie man sowas bauen kann. Glaubst du, dass all die Tiere, die zu Noahs Zeit lebten, dort hineinpassen? Absolut. Nicht all die Tiere, die damals gelebt haben, sondern was sie brachten oder was Gott brachte, waren die Tierarten. Und so haben sie von den unreinen jeweils zwei genommen und von den reinen Arten sieben Paare. So steht das in 1. Mose. Also nicht jede Spezie, jedes verschiedene Aussehen eines Hundes, sondern zwei der unreinen Art. Nun, was wir also gemacht haben, wir haben sehr viel studiert darüber, wie viele verschiedene Tierarten es damals gab, basierend auf den Fossilfunden oder archäologische Funde oder den Schriften damals. Wir haben uns dann auf etwa 1300 bis 1400 Tierarten festgelegt. Das entspricht dann so circa 6.000 bis 7.000 einzelnen Tieren. Und wenn man dann noch bedenkt, dass Gott natürlich ziemlich schlau ist, wird er natürlich eher jüngere, kleinere Tiere genommen haben als große, alte, ausgewachsene. Das hätte dann also mit dem Platz nochmal geholfen. Wenn man also ein Schiff dessen Größe sieht, dann sind 6.000 bis 7.000 Tiere definitiv machbar. Viele Menschen möchten gerne wissen, ob auch Dinosaurier auf der Arche waren. Okay, als erstes einmal die Frage, was ist ein Dinosaurier? Ein Dinosaurier ist ein großes Reptil und der Name Dinosaurier existierte bis zum Jahr 1841 noch nicht mal. Stimmt. Also es ist ein relativ neuer Begriff. Aber für Tiere, die so aussahen, zum Beispiel Drachen, denn das ist das Wort, das die Bibel benutzt, das Wort Dinosaurier gab es damals noch nicht, deswegen steht dort Drachen. Könnte Gott also diese Tiere, also ich meine, wären diese Tiere also an Tag 6 geschaffen worden? Ja. Und sie wurden am selben Tag geschaffen wie Menschen und Landlebewesen. Und somit liefen die Menschen zusammen mit diesen Tieren rum und somit waren sie auch zusammen auf der Arche. Nun, hier heißt es, wahrscheinlich bis zu 85 verschiedene Arten von Dinosauriern sind wohl auf der Arche gewesen. Und hier sind dann beschrieben sozusagen Tiere, die wir auch kennen, die Brachiosaurier zum Beispiel, die Ceratopsis, das sind also zum Beispiel Triceratops mit den drei Hörnern, bekannter Dinosaurier. Die Stegosaurier, die kennen wir auch, das sind die mit den großen Knochenplatten auf dem Rücken, den Stachelschwanz. Und Tyrannosaurier-Arten, also das sind auch die großen Zweibeiner, die kennen wir wahrscheinlich alle, Tyrannosaurus Rex. Hier sind ein paar aufgeführt und hier heißt es, wahrscheinlich mussten bis zu 85 Dinosaurier-Arten auf dieses Schiff gehen. Nun, wie ist denn das möglich, riesige Tiere hier mit raufzunehmen?
Nun, tatsächlich, die Tiere, die wir sehen, sind riesig. Aber Noah war bestimmt clever. Und hier heißt es, er hat höchstwahrscheinlich kleinere Tiere mitgenommen, Jungtiere. Macht ja auch Sinn, damit die sich auf der neuen Welt, auf Pangea, wieder verbreiten können und sich später fortpflanzen können. Hat wohl gepasst, heißt es hier. Die Dinosaurier sind wohl untergekommen. Aber was mit den unzähligen Arten von Säugetieren, die wir noch nicht gefunden haben? Wo sind die untergekommen? Wir gehen mal weiter auf Entdeckungsreise. Vielleicht bekommen wir dafür auch noch eine Antwort. Hey ihr Lieben, kommt mal her. Ich habe die ersten Säugetiere entdeckt. Schaut mal, hier sind welche drin. Hier werden Säugetiere abgebildet. Hier zum Beispiel die Hyänen. Oh, hier sind auch Reptilien. Hier sind Alligatoren abgebildet. Also auch die Tiere mussten dann untergebracht werden. Interessant zu sehen, dass es alles irgendwelche Jungtiere waren. Natürlich, um Platz zu sparen auf diesem riesigen Schiff. Und Mensch, hier sind so viele Tiere, die können wir euch gar nicht alle zeigen. Aber folgt mir einfach mal. Wir gehen einmal rum und gucken, was wir noch alles sehen. Es musste ja nicht jedes einzelne Nashorn gerettet werden. Nicht jede Art, nicht die Spitzmaul-Nashörner, nicht Breitmaul-Nashörner, nicht das Sumatra-Nashorn, sondern es musste sozusagen nur das Nashorn gerettet werden. Also die DNA der Nashörner, aus denen später alle Arten hervorkamen. Dann die Frage, wie ist es eigentlich möglich, dass so viel, also aus so ein paar Tieren so eine breite Variation, so eine große Vielfalt entstanden ist? Tja, wie ist das gekommen? Nun, die Tiere, die mitgenommen wurden, hatten die gesamte Genetik in ihren Zellen gespeichert, und als sie in eine freie Welt hinausliefen, in der es keinen ökologischen Druck gab, da haben sie sich natürlich verbreitet. Und so konnten sich all die verschiedenen Arten entwickeln. Die einen, die zum Beispiel im Eis gelebt haben, in eisigen Regionen, die haben sich halt anders entwickelt als welche, die sozusagen im Paradies quasi gelebt haben, da wo viel Nahrung war. How could Noah fit all the animals on the ark? Wie ist es möglich, dass Noah alle Tiere in die Arche hineinbekommen hat? Also das heißt ja, dass wir in 2014 weniger als 1,8 Millionen Spezies insgesamt sozusagen aufgelistet haben. Aber davon sozusagen sind über 98% sind Fische und Lebewesen, Meereslebewesen. Die brauchen natürlich nicht auf die Arche. Also von diesen 1,8 Millionen bleiben weniger als 34.000 Arten, heißt es hier. Und für die war gut Platz hier auf der Arche. Und es war ja auch Gott, wenn wir uns erinnern, der tatsächlich damals die Tiere auf die Arche gesandt hat. Es war ja nicht Noah mit seiner Familie, der die Tiere gefangen hat und sie gebracht hat, sondern es war Gott, der die Tiere gerufen hat und die Tiere kamen. Paarweise kamen sie zur Arche. Und hier übrigens, durch diese Tür hier, müssen sie reingekommen sein. Das ist die große Tür, die hier dargestellt wird, die Haupttür sozusagen, die Tür, über die alle Tiere, die von Gott gerufen wurden, in Sicherheit kamen. Und es steht hier ein interessanter Text daneben, denn es heißt hier, es war diese riesige Tür, die sozusagen die alle gerettet hat, die durch sie hindurch kamen, vor dem Gericht. Und genau das Gleiche ist ja auch bei uns, oder? Da gibt es eine Tür, gibt es, und Christus sagt, ich bin die Tür. Und ja, es wird wieder ein Gericht über die Welt kommen, aber es gibt eine Rettung. Wir müssen durch diese Tür eingehen, aber diese Tür ist Jesus Christus. Wie es damals war, so wird es auch in unseren Tagen sein. Habt ihr euch jemals gefragt, wenn du so viele Tiere auf der Arche hast, wie versorgst du die eigentlich? Natürlich, die brauchen Futter, und Futter haben wir gesehen hier in Kisten, aber Tiere brauchen auch Wasser, oder? Also wie versorgen wir die Tiere eigentlich mit Frischwasser? Wir würden ja sagen, Wasser gibt es genug, aber es ist alles Salzwasser drumherum, mehr oder weniger. Wir wissen nicht, wie die Meere zur Zeit der Arche waren, zur Zeit der Flut, aber die Tiere trinken ja Frischwasser. Nun, hier gibt es so eine Idee, was passiert sein kann. Also wir haben die Tiere sozusagen überlebt, die eigentlich im Süßwasser leben mussten und jetzt plötzlich im Salzwasser waren. Und hier heißt es, wahrscheinlich war es sozusagen, konnten sich bestimmte Tiere adaptieren. Das kennen wir heute zum Beispiel von Lachsen, die sowohl im Süß- als auch im Salzwasser leben können. Die stellen einfach ihren Glomerulus, also diese Fischniere, um und können dann sozusagen die Osmose umkehren und können sowohl im Salz- als auch im Süßwasser leben. Nun, hier wird aber allerdings nicht erklärt, wie sie die Tiere versorgt haben mit Süßwasser. Aber vielleicht bekommen wir dazu noch irgendwo eine Antwort in dem Museum. Wir schauen mal, denn die Tiere müssen ja irgendwas trinken, wenn sie ein Jahr lang unterwegs sind. Sie haben nicht genug Trinkwasser mitnehmen können. Denn wie man vom Camping weiß, man muss zu einer Trinkwasserquelle gehen. Also haben sie damals Regenwasser gesammelt. Nun, hier wird's beantwortet. Was war eine Möglichkeit? Genial eigentlich. Wenn die tatsächlich auf den Dächern Regenwasser sammeln konnten, dann konnten sie das Regenwasser auch speichern. Und dieses Regenwasser, dieses Süßwasser, ist ja ganz klares, gutes Trinkwasser, wurde wohl versorgt, um die Tiere, benutzt, um die Tiere zu versorgen. Gleichzeitig musste ja auch irgendwie, mussten die Fäkalien, das alles musste ausgeleitet werden. Nun, die konnte man sozusagen über Bord entsorgen.
ist interessant, wie sie es hier gezeigt haben. Sie haben so wirklich eine Zisterne im Schiff gezeigt. Wie geht das? Ist das möglich? Interessant. Die vielen Tiere in der Arche mussten ja auch ernährt werden. Sie mussten ja etwas essen. Hatte die Arche genug Lagerfläche, um die ganze Nahrung zu verstauen? Ja, offensichtlich haben wir nicht alle Lagerräume dargestellt, denn wir haben sehr viel informative Ausstellungen dort. Also wäre viel mehr Platz gewesen dafür. Also was ihr hier seht, das ist ein Modell der Arche. Also hier einmal so ein aufgeschnittenes Modell, wie es vielleicht hat ausgesehen. Hier sehen wir also irgendwelche Käfige für Tiere, unten so Nahrung drin für Menschen und Tiere. Also hier oben die großen Decks, sogar mit Klappen, die man öffnen kann, um Licht und Luft reinzulassen. Hier so stellt man sich das heute vielleicht vor, so würde es vielleicht gehen. Das hier sieht schon aus wie Käfige. Das sind wahrscheinlich Wasserbehälter und Futterbehälter für die Tiere, die wahrscheinlich da drin sind, die wir aber nicht sehen können. Dahinter sind irgendwie vielleicht so Nahrungsbehälter oder so Behältnisse, in denen Lebensmittel und solche Sachen natürlich transportiert werden mussten. Denn die Menschen mussten versorgt werden, die Tiere mussten versorgt werden. Vielleicht war das die Lösung. Sieht ja ganz clever gemacht aus. Wie haben Noah und seine Frau eigentlich gelebt und die ganzen anderen? Nun, hier wird so ein bisschen dargestellt, in ihren eigenen Zimmern sozusagen. Sie konnten hier irgendwie ihre Zimmer abtrennen. Und hier so die tägliche Arbeit, die sie hatten. Ja, es gab bestimmt einiges zu tun hier auf der Arche. Musste ja auch, das Schiff musste versorgt werden, das Schiff musste ja instand gehalten werden. Dafür bedarf es Werkstätten und andere Dinge. Und dafür müsste natürlich auch Platz sein auf so einem Schiff. Oh, hier ganz schön. Was wir hier sehen, ist eine kleine Holzwerkstatt. Also, ich denke, Holzarbeiten sind unglaublich viele angefallen auf der Arche. Und so muss es auch irgendwie eine Werkstatt geben, um Dinge zu reparieren. Oder sich neue Dinge zu bauen, wo nötig. Also, es muss auch Platz gewesen sein, um Holz mitzunehmen und Werkzeuge. Es gab nicht nur Holzarbeit auf der Arche, sondern höchstwahrscheinlich auch das Metallhandwerk. Also wahrscheinlich gab es eine Art Schmiede, wo zumindest Eisen, Stähle verarbeitet werden konnten. Denn wir wissen von der vorsintflutlichen Welt, dass doch einer der Söhne von Lamech, der Tubal-Kain, in der Lage war, Metalle zu verarbeiten. Also er war sogar der Meister all derer, die mit Metall gearbeitet haben. Also kann man vielleicht davon ausgehen, dass Noah in dem Alter, in dem er auf die Arche ging, also mit 600 Jahren oder auch schon früher, sozusagen das Handwerk doch beherrscht hat, sich damit auskannte. Kommt mal mit hierher. Wo wir jetzt reinkommen, das sind sozusagen die Wohnräume, also da, wo die Menschen gelebt haben. Unten hatten wir schon die Werkstätten gesehen, aber irgendwo mussten sie auch ihren Bereich haben, vor allem auch ihre Privaträume. Und hier werden sie so ein bisschen dargestellt. Zum Beispiel hier sehen wir Sam, seine Frau ist nicht hier, aber hier sehen wir ihn. Das mag vielleicht so ihre Kabine gewesen sein, ihr Aufenthaltsraum, sozusagen ihr Apartment oder ihr Room für ein Jahr. Das ist von seinem Bruder Japhet, von dem, wo die europäischen Völker alle abstammen. Also auch unser Vorfahre. Mag vielleicht so gelebt haben mit seiner Frau. Hier darf man sich nicht irritieren lassen. Interessanterweise wurden auch den Frauen hier Namen gegeben. Die finden wir natürlich nicht aus der Bibel. Das wurde sozusagen gemacht der Vollständigkeit halber, um das alles so ein bisschen irgendwie nett zu machen, verständlich zu machen. Aber so mag es vielleicht ausgesehen haben. Wenn wir jetzt hier weiterkommen, sehen wir hier eine Küche, also wo die Speisen vorbereitet worden sind. Und wer weiß, wer das ist, vielleicht ist das Sams Frau, die hier gerade am Arbeiten ist, auch Lebensmittel. Auf der anderen Seite sehen wir so ein bisschen, dass das Küchenlager und ein paar Werkzeuge, die gebraucht wurden. Hier oben sind Pflanzungen, also da muss natürlich auch darauf geachtet werden, dass die Gewürze und die Kräuter, die man hat, dass sie sozusagen auch bewahrt werden. Also dass sie bewässert werden, dass sie weiter produzieren können, weiter hervorbringen können. Oh, hier wird eine besondere Szene dargestellt. Hier sind die Vogelkäfige. Wir sind ja am obersten Deck, also über uns sind sozusagen die großen Lichtschächte. Und hier wird dargestellt, wie Noah die Vögel ausgesandt hat, um nach neuem Land zu suchen. Wie gewaltig muss das damals gewesen sein, als Noah die Taube wieder zurück erwartet hat und wie die Taube gelandet ist und wie er sah, dass sie einen Ölzweig im Schnabel hatte. Und Noah wusste, da draußen ist Land. Es dauert nicht mehr lange. Der Herr treibt die Fluten weg und die Arche wird irgendwann landen. Die Arche wird irgendwann wieder auf dem Erdboden stehen, von dem sie angehoben wurde, von den Wassermassen. Und es muss ein freudiger Moment gewesen sein. Ich wäre gerne an dem Tag bei der Abendandacht der Familie dabei gewesen, wie sie zusammenkamen und dem Herrn gedankt haben dafür, dass die Erde nicht zerstört, sondern wieder neu hervorgebracht worden ist.
Gott sagt, ihr sollt euch verbreiten auf der Erde, die Menschheit soll sich verbreiten. Aber Nimrod, der erste Gewalthaber damals auf Erden, er sagte, ich möchte mich zum König machen und ich möchte alle Völker versammeln. Wir wollen uns einen Namen machen, einen hohen Namen. Und er baute einen Turm, den berühmten Turm zu Babel, von wo aus er die Völker regieren wollte. Und es war lästerlich. Es war genau das Gegenteil von dem, was Gott gesagt hatte. Gott sagte, breitet euch aus, verbreitet euch auf der ganzen Erde. Aber Nimrod sagte, alle zu mir. Und wäre ihm das gelungen, wäre wahrscheinlich genau das passiert, was schon vor der Sintflut war. Also die Menschen wären unterdrückt von einem Gewalthaber und es wäre wieder drunter und drüber gegangen. Hier übrigens auch spannend, hier die Stammbäume gezeigt von Noah und hier die Nachkommen von Sem, Ham und Japhet, von denen die Völker, von denen dreien sozusagen alle Völker dann abgestammt sind. Hier werden sie dargestellt, die verschiedenen Nationen. Also was sozusagen in unserer Genetik alles drin war. Und ich meine, diese Menschen, die sind genetisch alle so eng verwandt, dass sie sich alle untereinander fortpflanzen können. Faszinierend, oder? Sehen alle so anders aus. Hautfarben, Haarfarben, Körpergrößen, wie sie gebaut sind. Alles unterschiedlich. Aber weil wir die gleichen Vorfahren haben, haben wir alle die gleiche Genetik in uns drin. Das ist schön, wenn man das so sehen kann. Heutzutage gibt es Menschen, die behaupten, dass sie Teile der Arche auf dem Ararat-Gebirge gefunden haben. Glaubst du, dass es wahr ist? Es gibt viele Berichte darüber. Wir selbst haben auch einen Artikel auf unserer Webseite, der sich mit den Berichten über die Funde beschäftigt, aber es gibt keine konkreten Hinweise. Wo wir jetzt hier drin sind, ist sozusagen die Zeit, sozusagen, also wie können wir die Flut entdecken in der Paläontologie zum Beispiel, in der Geologie. Und hier werden sozusagen die Gesteine und die Fossilien dargestellt. Und da gibt es ja jede Menge Erklärungen sozusagen, warum wir das Bild finden, das wir heute in der Welt finden. Zum Beispiel, wie kann es sein, dass wir gleichen Fossilien sozusagen überall auf der Welt finden, in bestimmten Schichten, dass wir sogar Meeresorganismen auf den höchsten Bergen finden. Hier wird sozusagen das, was wir sehen. Also es werden viele, viele, viele Dinge sozusagen hier erklärt. Hier ist so ein Fossil-Report. Also es hat alles so ein bisschen mit Geologie zu tun, auch mit Paläontologie, die Dinge, die wir hier sehen. Hier werden Fossilien gezeigt, hier wird sozusagen gezeigt, wie eine Welt aussehen müsste, über die eine große, gewaltige Flut rübergegangen ist. Hier wird geschrieben von einer Mutter und ihrem Baby, also irgendwelchen Fischen, aber auch Fischen, die gerade dabei sind, hier zu gebären, gewaltig. Fossilien wurden entdeckt, wo ein Säugetier, ein Meereslebewesen, gerade ein anderes gebiert und dann eingelagert wurde. Das Kuriose über die Polystraten-Fossilien, das meint, wir haben also Fossilien, die sozusagen zwischen mehreren Schichten hindurchgehen. Also das meint, wenn die Evolutionstheorie sozusagen sagt, dass jede Schicht einige tausend Jahre alt ist, oder vielleicht sogar Millionen Jahre, wie kann es dann sein, dass ein Baumstamm in dem Beispiel mitten zwischen mehreren Schichten steckt? Das ist ja unmöglich zu erklären mit dieser Theorie. Aber mit der Sintflut-Theorie sehr einfach, denn diese Schichten sind alles Wasserschichten, die schlagartig abgelagert worden sind und natürlich alles begraben haben, was zu dem Zeitpunkt sich auf der Erde befand. Also jetzt hier so kurz vor Ende unserer Tour erwartet uns jetzt hier noch so ein Bibelmuseum. Also hier wird sozusagen gezeigt, wie die Bibel erhalten worden ist, wie sie damals aufgezeichnet wurde, wie sie kopiert wurde immer wieder über die Jahre. Und so ein paar erhaltene Modelle, so ein paar also Replikas sozusagen, werden hier ausgestellt, wenn man so eine Idee hat, wie das damals war. Und dass man sehen kann, die Bibel ist kein Märchenbuch. Sie wurde ganz, ganz akkurat immer weiter übersetzt von dem, was die alten Menschen damals uns überliefert haben. Also der Geist Gottes hat es den Menschen gegeben und die Menschen haben es aufgeschrieben. Und heute ist das gleiche Buch noch erhalten. Wir haben die gleichen Informationen. Und wir beginnen erst gerade, diese Dinge überhaupt zu verstehen. Gerade insbesondere die Abstammung der Tiere, zum Beispiel die Genetik. In der Bibel sind die Tiere nach ihren genetischen Gruppen sortiert. Das wussten wir über Jahrhunderte nicht, bis wir jetzt die Genetik erforscht haben und sehen, beeindruckt sind, dass die Bibel das schon kannte, die Tiere in ihren genetischen Klassen einzuteilen. So ist es heute und so sehen wir es. Nun, schau noch mal einmal hier, wo wir gerade noch vorbeilaufen. Was wir hier sehen, ist die wahre Geschichte der Welt. Also hier wird wirklich mal angefangen, ganz vorne bei Adam und Eva. Und dann geht ihre Lebenslinie, läuft dann los. Und dann können wir sie hier verfolgen über Seth und Enoch und Kainan und Mahalalel oder Methusalem oder wie sie alle heißen, hier Methusalem nach Enoch. Und dann irgendwo plötzlich kam dann die große Flut. Hier ist Lamech, hier ist Noah. Und von Noah stammten dann ab Japhet, Sem, Ham.
zoom mal raus, wir können nicht alles zeigen, aber schau mal hier, wie groß das ist. Und wir laufen dann über die ganze Geschichte der Welt. Ganz viele spannende Völker, also die Völkergruppen sind hier beschrieben, von wem stammen sie ab. Und wir enden dann erst hier hinten, das ist dann schon im 19. Jahrhundert. Da endet es dann. Und bis dahin sind die Völker beschrieben, wo sie, von wem sie abstammen. Welche Linien sind das alles? Es ist gewaltig, was wir da sehen. Hier sehen wir sie, Russland, hier die Niederlande zum Beispiel, Belgien, die Schweiz, England. Das ist also eine Riesenarbeit hat man sich hier gemacht. Okay, wir sind mittlerweile schon auf dem dritten Deck angekommen, also ist hier in Decks eingeteilt. Jetzt auf dem dritten Deck sehen wir zum Beispiel hier die große Frage, also die große, warum die Bibel wahr ist. Nun, es fängt hier an, ohne es zu lesen, mal so einen kleinen Überblick. Also hier heißt es, die Bibel ist Gottes Wort. Und es werden hier sozusagen Bibelzitate aufgeführt, das heißt, in der Bibel selbst, die Bibel selbst sagt, sie ist Gottes Wort. Okay, schauen wir weiter. Hier heißt es, die Bibel ist einzigartig. Sie ist von über 40 Autoren geschrieben, in einer Zeitspanne, einer Zeitperiode von 1500 Jahren und natürlich auf mehreren Kontinenten. Und so kommen alle 66 Bücher sozusagen in dieser Bibel zusammen, die wir heute kennen. Das heißt hier, the Bible has been faithfully passed down. Also die Bibel wurde ganz treu, ganz, ganz richtig sozusagen immer wieder kopiert, immer wieder neu übersetzt. Da wurde nicht irgendwie, das wurde nicht so geschludert, sondern das heißt hier, die wurden ganz, ganz bewusst, die Bibelübersetzung, wir kennen das vielleicht so ein bisschen, auch heute noch bei ihm, wenn ein Fehler gemacht wird beim Abschreiben, wird gleich die Rolle vernichtet, die wird nicht irgendwie gelagert und so und später, Jahrtausende später mal entdeckt und gesagt, oh guck mal, das, hier ist ein anderer Text, sondern sie wurde dann vernichtet. Woher können wir denn wissen, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist? Wir wissen, sie wurde ganz treu abgeschrieben und wir wissen, es wurde über einen riesen Zeitraum von verschiedenen Autoren gemacht. Aber hier heißt es, die Bibel enthält erfüllte Prophezeiungen. Ja, in der Tat. Anhand der Prophetie können wir das entdecken. Wenn Gott etwas Jahrtausende vorher gesagt hat, was eintreten wird, und wir in der Geschichte zurückgucken und schauen, ist es wirklich eingetreten? Ist es wirklich, nachdem es prophezeit wurde, hundert oder sogar tausend Jahre später prophezeit worden, ist es wirklich erfüllt? Und wir können sagen, wir kennen viele. Hier zum Beispiel, hier wurde der Messias, die Ankunft des Messias, Taufe Jesu und schon angekündigt im Alten Testament, hat sich erst Jahrhunderte später erfüllt. Und so können wir sagen, die Bibel ist wahr. Sie behauptet nicht nur wahr zu sein, sondern sie ist es auch. Und am Ende heißt es, es ist gut, dass die Bibel wahr ist, dass wir das wissen. Aber was noch viel wichtiger ist, die Bibel enthält den Schlüssel zum ewigen Leben. Und das, es lohnt sich, dieses Buch zu studieren. Ja, wir entdecken da viel Geschichtliches drin, viel Historisches, was einfach gewaltig ist zu wissen, aber vor allem hat sie was ganz Persönliches für dein Leben zu sagen, denn sie erhält den Schlüssel zum ewigen Leben. Es ist Gottes Wort, es ist sein lebendiges Wort, das in unser Herz hinein muss, damit auch wir das ewige Leben haben. Warum würdest du Menschen empfehlen, einen Tag hier am Ark Encounter zu verbringen? Nun, offensichtlich ist es ja ein sehr ikonisches Schiff. Es ist Teil der Geschichte. Wenn du also hierher kommen möchtest, um von der Geschichte zu lesen, was damals passiert ist mit Noah und den sieben Leuten hier auf der Erde, dann kannst du hierher kommen und das alles erleben. Wenn du hierher kommst, kannst du sehen, wie die Schrift verkündigt wird, das Evangelium verkündigt wird, und du wirst sehr berührt sein, wenn du hierher kommst. Du wirst nicht nur die Wahrheit sehen, sondern auch das Evangelium. Vielen Dank für die Zeit, die du dir für dieses Interview mit uns genommen hast. Es war toll, euch zu treffen. Gottes Segen dir. Tja, das war unsere kleine Tour hier zur Arche, und ich fand es einfach beeindruckend, was wir hier sehen durften. Es ist wirklich großartig gemacht, wirklich schön alles gemacht. Viele Sachen, die sie sich überlegt haben, also was sein könnte, haben versucht, das dem Zuschauer, also dem Besucher so plastisch wie möglich irgendwie anzubieten. Und alles in allem würde ich sagen, also das hat sich wirklich gelohnt. Also war für mich wirklich etwas Unvergessliches, ein unvergessliches Stückchen wirklich biblische Geschichte, die wir hier erleben durften. Wir haben viel Mühe, viel Geld da reingepackt, viele Menschen haben sich da zusammengetan, um einfach mal zu zeigen, wie es wirklich war. Einfach mal zu zeigen, was damals passiert ist und dass wir es heute nicht vergessen sollen. Also, ich hoffe, dass ihr eines Tages die Chance habt, mal wiederzukommen, um das alles nochmal genauer anzugucken. Und vielleicht auch für euch eine herzliche Einladung, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut es euch mal an. Solltet ihr mal in der Gegend sein, hier in der Gegend so um Cincinnati rum, schaut es euch an.